Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Der zweite Teil der ersten Runde des DFB-Pokals steht an. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Ihr seht hier die Timelinks eingeblendet, dann kommt ihr direkt zu dem Spiel, das ihr erwartet, das ihr euch wünscht. Ansonsten lasst später gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, würde mich auf jeden Fall freuen. Jetzt geht's wieder mit den Pflichtspielen los. Ich freue mich drauf, ich hoffe ihr euch auch. Los geht's jetzt erstmal mit Hansa Rostock gegen den VfB Stuttgart. Viel Spaß! Zum dritten Mal in Folge treffen jetzt in der ersten Runde der FC Hansa Rostock und der VfB Stuttgart im Ostseestadion aufeinander. Einmal konnte Rostock gewinnen, im letzten Jahr allerdings setzte sich der VfB Stuttgart durch. Die Kogge wollte hier aber seinem leichten Underdog-Status entgegenspielen und so hatten sie in der 10. Minute auch die erste Halbmöglichkeit, Kopfball nach einer Standardsituation, die dann aber auch im Endeffekt bereinigt werden konnte. Im Anschluss an diese Ecke geschah dann nichts mehr. Der VfB Stuttgart tat sich schwer, fand dann aber besser rein. Daniel Didavi legt quer und der rutscht irgendwie durch zu Philipp Clement. 37. Minute. Es hat jetzt doch eine Weile gedauert, dass die Schwaben hier die Lösung nach vorne entwickelten. Aber es stand dann 1:0 zur Pause. Eiskalt vom neuen Erstligisten. Der FC Hansa Rostock, viele Neuzugänge dabei, auch schon teilweise in der Startelf eingesetzt. Hier war der VfB Stuttgart mittlerweile aber dann doch drückend überlegen. Hamadi Al-Gadoui legt einmal zurück zu Castro. Philipp Clement nochmal raus mit der Hacke. Da wird es dann auch teilweise wunderschön. Aber erstmal vielleicht auf die Basics konzentrieren, wie das Tore schießen. Koulibaly hat hier das 2:0 auf dem Fuß. Kann vielleicht sogar noch einmal querlegen. Dann wäre es wohl das sichere Tor gewesen. Aber es sollte nicht sein, hier die Parade von Kolke durchaus ansehnlich. Der FC Hansa Rostock tat sich schwer bis zum Ende hin Möglichkeiten rauszuspielen. Nochmal Löhmanns Röben, Rot dazu, Vollmann, aber zu wenig, um den VfB in Bedrängnis zu bringen. Es blieb beim 0:1 Rostock. Mitunter auf Augenhöhe, aber der VfB Stuttgart hat nur das getan, was nötig war und so ziehen sie mit 1:0 in die nächste Runde ein. Der erste FC Kaiserslautern bekam es mit dem SSV Jahn Regensburg im Fritz-Walter-Stadion zu tun. Der SSV Jahn in den weißen Trikots mit den roten Hosen. Nicht ganz so leicht zu unterscheiden von den roten Teufeln, aber was sie besser machten, war das Fußballspielen. 6. Minute, Jan-Marc Schneider, das 1:0 für die Gäste, die kalte Dusche für den ersten FC Kaiserslautern. Die hatten sich hier sicherlich viel vorgenommen, das war jetzt erstmal dahin. Aber im Anschluss der erste FCK besser und mutiger. Rida, Çiftçi, Röser und das ist mal eine Antwort. 13. Spielminute, der 1:1 Ausgleichstreffer, schöne Passstaffette, kein Abseits, obwohl es angezeigt wurde von den Regensburger Spielern. Das hat nichts genützt. Und es gab sogar die Möglichkeit, die Partie in der ersten Hälfte noch zu drehen. Kleinsorge, sogar schön angedreht, dieser Ball, dann verfehlt er das Gehäuse, denkbar knapp. So ging es mit dem 1:1 in die Katakomben. Ging in Ordnung, Anfangsphase gehörte den Regensburgern, dann ab dem 1:1 Ausgleichstreffer und das war ja dann noch über eine halbe Stunde, war der erste FC Kaiserslautern sogar teilweise die bessere Mannschaft und sie spielten sich Möglichkeiten raus. Pourier, genial gemacht und er bleibt eiskalt vor Meier. 54. 2:1 für den ersten FC Kaiserslautern. Meier ist sogar noch dran mit den Fingerspitzen, lenkt den Ball aber innen an die Innenseite des Pfostens. Mehr geschah da nicht. Fehler jetzt bei Kaiserslautern hinten, aber Makrides zu Weckesser. Aftos Bahic aber mit einer super Parade hält das 2:1 und damit die Führung fest. Und in der Schlussphase war es dann wirklich ein offener Schlagabtausch. Çiftçi zu Pourier. Er hatte aber keine Lust mehr auf irgendwelche Spielchen. 82. Minute, das 3:1. Pourier entscheidet das Spiel mit seinem Doppelpack und schießt den ersten FC Kaiserslautern in die nächste Runde. Verzweiflung bei Regensburg, es hatte in der 6. Minute so schön angefangen, am Ende war es aber ein Albtraum.
Für den ersten FC Magdeburg ging es in der ersten Runde gegen den SV Darmstadt 98, also zweite gegen dritte Liga. Die Lilien in den weißen Trikots machten es aber ihrer Favoritenrolle gerecht und konnten die ersten Möglichkeiten herausspielen. Die erste ansatzweise gefährliche Möglichkeit hier von Schnellhardt noch in der Anfangsphase wurde dann aber rechtzeitig geblockt. Trotzdem der SV Darmstadt drückend überlegen. Hermann auf der rechten Seite im Zusammenspiel mit Kempe, Berko, Erich Berko, wunderbare Flanke, Höhn gegen Behrens im zweiten Versuch, dann der Sieger. 15. Minute, das 1:0 für die Gäste, Höhn stiehlt sich davon, der Innenverteidiger weit, weit aufgerückt und dann schließt er aus Spitzenwinkel erfolgreich ab. Aber der erste FC Magdeburg ließ sich nicht schocken, sondern wachte dann von diesem Gegentreffer erst richtig auf. Brünker mal aus ungünstigem Winkel mit dem Kopf. Deutete aber zumindest darauf hin, wo sich dieses Spiel noch hin entwickeln wollte. Es war erstmal Pause, 45 Minuten vorbei, 1:0 für die Gäste, die ihre gute Anfangsphase auch mit einem Treffer eben krönen konnten. Es war aber eben auch nur ein Treffer. Der zweite Durchgang vom ersten FC Magdeburg dann komplett in die Hand genommen. Christian Beck. Jakubia quergelegt und das Konté. 71. Minute. Lange Zeit bissen sie sich auch an der Darmstädter Defensive die Zähne aus. Jetzt kamen sie gut durch und stellten auf Remy. Magdeburg aber wollte es jetzt wissen. Jakubiak. Konté kommt nicht durch, aber bekommt den Ball nochmal. Konté zu Jürgen Jasula. 82. Minute. Partie gedreht. Der erste FC Magdeburg haut Darmstadt aus dem Wettbewerb mit einem 2:1. Und das nach 90 Minuten. Nicht unverdient, der zweite Durchgang ging komplett auf das Konto der Magdeburger und somit schlagen sie Darmstadt. Der SVW in Wiesbaden wollte in der Britta Arena als neuer Drittligist dem alten Zweitligisten Heidenheim 1 auswischen. Der erste FC Heidenheim im Auswärtsblau aber war hier deutlich besser. Robert Leipertz testet Boss. Stark zieht da Leipertz den Ball mit der Sohle, schließt dann ab und der Ball dann pariert. Aber Wiesbaden ruhte sich nicht nur in der Defensive auf. Johannes Wurz legt raus zu Korte. Der scheitert aber, stand dann aber auch minimal im Abseits. Richtig gesehen, Johannes Wurz aber in der Offensive durchaus auffällig. Nach 45 Minuten stand es torlos, kein spektakuläres Spiel, vielleicht auch nicht unbedingt zu erwarten. Aber der SVW in Wiesbaden dadurch eben mindestens auf Augenhöhe. Und das ist Aigner, zieht in den Strafraum ein und macht es ganz frech. Macht es selbst. Stunde gespielt, 1:0 für WN Wiesbaden. Müller ist sogar noch dran. Aber lenkt sich den Ball ins eigene Tor. Heidenheim jetzt mit dem Mute der Verzweiflung. Leipert zurückgeflankt. Was ist das denn? 86. Minute. Irgendwie musste es ein komisches Tor sein. Diese Lupferflanke ist genial. Blind gespielt von Leipert. Und Bornic rettet den ersten FC Heidenheim in die Verlängerung. Die war weitestgehend unspektakulär. Wir sind schon in der Schlussphase. 116. Minute. Marc Leis. Wurz rausgelegt zu Korte. Leis. Wurz. Und das ist das 2:1. Gibt es ja nicht. Der SVW in Wiesbaden behält in diesem Pokalduell den längeren Atem. Und wirft Heidenheim raus. In der Vorsaison fast aufgestiegen. Jetzt im ersten
Duell im Pokal. Direkt raus, das gegen Wiesbaden. Der SV Waldhof Mannheim duellierte sich im Karl-Benz-Stadion mit dem SC Freiburg. Aber die Breisgauer, sie machten hier das, was ein Erstligist machen muss. Sie dominierten, sie hatten alles im Griff. Und in der 20. Minute fiel dann folgerichtig das 1:0 für den SC Freiburg. 20. Minute Höfler schön und einfach freigespielt. Bleibt dann vor Neuzugang Bartels ziemlich kalt. Freiburg machte weiter. Petersen, was für ein Pass zu Abraschi. 43. Minute, abseits verdächtig, aber wir sehen oben am Bildrand, da wird es aufgehoben und dementsprechend das rechtmäßige 2:0. Dabei blieb es nach den ersten 45 Minuten der SV Waldhof Mannheim sogar noch eher mit einem blauen Auge davon gekommen. Freiburg machte weiter, alles nach vorne. Höhler, Grifo, 0-3, 56. Die Entscheidung wohl in diesem Duell, der SV Waldhof Mannheim war einfach nicht auf der Höhe und Freiburg war wach, leistete sich keine Schwäche, keine Ruhephase auch in der Folge. Es ging weiter nach vorne. Flanke von Günther, Kopfball von Lukas Höhler und das 0:4 in der 78. Spielminute. Da hat Günther zu viel Platz zum Flanken, Höhler zu viel Platz zum Köpfen. Und dann setzt er den Ball auch gut rein. Den Schlusspunkt setzte dann noch einmal Lukas Höhler. 90. Minute 0:5. Ein recht derbes Ergebnis, aber auch in der Höhe absolut verdient. Der SV Waldhof Mannheim fand hier tatsächlich relativ wenig statt. Und der SC Freiburg erledigte seine Hausaufgaben konsequent und vorbildlich, gewinnt hier mit 5:0. Die Würzburger Kickers und Hannover 96 treffen sich auch in der nächsten Zweitligasaison zweimal. Hier hatte man also schon mal einen kleinen Vorgeschmack auf das, was kommt. Und der Aufsteiger aus Würzburg machte es gut, und zwar sehr gut. Staude, der Neuzugang, versucht es erst selbst, merkt, er kommt nicht durch, legt dann quer zu Saliou Sané. Und der schiebt dann ein, hält den Fuß hin, vorbei an Michael Esser. Hannover 96 brauchte dann kurz sich zu schütteln, dann wurde es aber auch schnell beantwortet. 14. Minute, Hendrik Weidand mit dem 1:1. Wunderbare Flanke von der rechten Seite, Weidand dann vom Innenpfosten hinein. Hannover hatte jetzt alles im Griff. Individuell auch besser besetzt. Das spielen sie nach vorne clever aus. Valmir Süleymani, 23. Minute, das 2:1. Süleymani von Waldhof Mannheim gekommen. Konnte sich auch in der Vorbereitung durchaus in den Vordergrund spielen. Machte das hier gut als Zehner hinter den Spitzen Duxch und Weidand. Der zweite Durchgang noch besser bestritten von Hannover 96. Und wieder Valmir Süleymani. 60. Minute, das 1:3 bereits von Duxch diesmal vorgelegt. Und die Würzburger Kickers hatten daran zu knabbern. Die frühe Führung brachte nicht die breite Brust, die man sich erhofft hatte. Weidand, Süleymani. Fast sogar mit dem 4:1. Aber das war ihm zumindest noch verwehrt. Doch die letzte Aktion gehörte Hannover 96, Dominik Kaiser, Valmir Süleymani mit dem perfekten Tag, 10 Minuten vor dem Ende zum 1:4, markiert einen Dreierpack und bringt Hannover damit vollkommen verdient in die nächste Runde. Würzburg hat am Anfang gut mithalten können, dann aber übernahm Hannover komplett und das ist mal eine Ansage von Valmir Süleymani, 3 Tore in seinem ersten Spiel hier für Hannover. Dynamo Dresden gegen den Hamburger Sportverein. Diese Partie hat es vor gar nicht allzu langer Zeit in der zweiten Liga gegeben. Da setzte sich der HSV etwas glücklich durch. Hier wollte man als Zweitligist dann
Dynamo Dresden gar keinen Hauch einer Chance geben. Und so legten sie auch los. Die erste Möglichkeit gehörte dann dem HSV. Die konnte dann aber zunächst pariert werden. Der HSV machte aber gut weiter. Tim Leibold, Flanke auf den ersten Pfosten, da ist Manuel Winzheimer. 14. Minute, das 1:0 für die Gäste, stark von Leibold, er schlägt wieder zu. Ein überragender Vorlagengeber. Und Winzheimer schaltet sich das nächste Mal aktiv wieder ein, schickt hier Lukas Hinterseher. Flanke auf den zweiten Pfosten, Khaled Naray reagiert schneller als Chris Löwe und bringt den Ball aus. Kurze Distanz über die Linie, stand 0:2 nach 45 Minuten. Das ging absolut in Ordnung. Alles war klar und der HSV machte so weiter. Winzheimer legt den Ball stark raus, fast etwas zu weit. Naray holt ihn aber noch. Einzelaktion. Kittel und Kittel mit dem 3:0. 49. Minute. Straffer Schuss, nicht zu halten. Aber dann wurde der HSV fahrlässig. Christoph da ferner, Vlachodimos raus zu Diawuzi. Agiameng, Diawuzi, Vlachodimos, Weih, Rauch und das Christoph da ferner zum 1:3 in der 64. Minute. Und jetzt war noch Zeit. Dresden hatte mal ein wahnsinniges Pokalspiel hier. Da lagen sie gegen Leverkusen 3:0. Zurück, haben sich am Ende zu einem 4:3 kämpfen können in der Verlängerung. Wollte man jetzt hier gerne wiederholen, da ist Patrick Weihrauch, 2:3. Aber es war auch schon die 90. Minute und das machte Dynamo Dresden dann klar, es würde nicht mehr reichen. Am Ende war es noch ein guter Kampf, aber die Aufholjagd begann zu spät. Der HSV gewinnt, verdient hier in Dresden, am Ende aber doch knapp mit 3:2. Das letzte, aber auch nicht letzte Pokalspiel der ersten Runde lautete Duisburg gegen Dortmund. Der FC Bayern holt seins ja erst im Oktober nach. Für Schwarz-Gelb gab es hier nur eine Devise und die lautete Angriff pur gegen die Zebras, die ja ihr Dasein momentan in der dritten Liga fristen müssen. Aber die Elf von Favre, sie gab sich nicht mal ansatzweise die Blöße und spielte richtig gut nach vorne. Bekam aber auch die Möglichkeit dazu, Duisburg nicht so geordnet, wie man das erwarten konnte. Hazard, starker Ball zu Emre Can und Weinkauf mit der Superparade. Sauer klärt's dann. Das muss logischerweise spätestens der 1:0-Führungstreffer sein. Duisburg auch nervös und fehlerbehaftet. Brandt, der Pass zu Haaland. Und da fehlte überhaupt nicht viel. Dann der Winkel etwas zu spitz. Weinkauf sieht nicht gut aus. Dann läuft er fast parallel zur Torlinie links am Tor vorbei. Auch Standardsituation en masse hier vorhanden. Hazard. Duisburg rückt nicht konsequent raus. Emre Can, der versucht es. Volkmar und das Hazard. Der bekommt den Ball auf den Kopf. Und hat Glück, dass von der Unterkante der Latte der Ball über die Linie springt. Sehr knapp, aber richtig. 1:0, also in der 45. Minute der hochverdiente Führungstreffer. Aber er war jetzt doch etwas umkämpfter und schwieriger erarbeitet, als man sich das erhofft hatte. Dortmund wollte dann schnell alles klar machen in der Anfangsphase des zweiten Durchgangs, aber es lief nicht mehr ganz so flüssig nach vorne. Das 1:0 kurz vor dem Seitenwechsel mag etwas an der Konzentration gestört haben. Aber Duisburg konnte auch nicht wirklich etwas nach vorne kreieren. Ihren Starstürmer Vincent Vermey, der in der dritten Liga letztes Jahr richtig gut eingeschlagen hat, wurde hier kaum mal in Szene gesetzt. Stattdessen auf der anderen Seite wieder die Möglichkeit, Emre Can, er hätte alleine heute 2 Tore machen müssen und das als defensiver Mittelfeldspieler.
Das sagt einiges aus. Es blieb beim 1:0. Duisburg hat sich zwar verausgabt, konnte aber kaum Gefahr kreieren. Dortmund gewinnt vollkommen verdient. Etwas zu niedrig mit 1:0. Jo, das soll es dann auch wieder mit dieser Prognose gewesen sein. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Haut rein und adios. Thank you.